Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute ist die Degusta-Box gekommen von 2020 April. Und den Inhalt werden wir überprüfen, was da drin ist. Bis gleich nach dem Trailer. So, wie ihr seht, hier ist die Degusta-Box. Und den Inhalt werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Mal gucken, was diesmal Cooles drin ist. Lassen wir uns überraschen. Ja, könnt auch jetzt mal reinschauen, wie die Degusta-Box verpackt ist. Ja, mehr gibt es nicht zu sehen, sonst wisst ihr, was drin ist. So. Am Ende des Videos werde ich noch zwei Rezepte einblenden. Also bleibt bis zum Ende dran. Die Rezepte sind schon mega geil, könnt ihr nachmachen. So, und hier wäre das erste Produkt. Und zwar sind es Hummus-Sticks, Basilikum mit Petersilie. Ja, kann man jetzt einfach so dippen, denke ich mal, oder mit Crème fraîche oder einfach zum Salat oder so. Glutenfrei, vegan. Also die hinteren Daten interessieren. Ja, ist ganz nett. So, was haben wir als nächstes? Ja, jetzt wird es ein bisschen interessant. So, nun wird es interessant. Und zwar haben wir hier den Bio-Kakao. Den gab es schon mal in einer anderen Degusta-Box. Könnt ihr ja mal in meiner Playlist schauen. Was mich gestört hatte bei den anderen Kakaos, die waren schon fertig, so ein Fertig-Drink. Ja, fand ich jetzt persönlich jetzt nicht so besonders lecker. Na gut, aber ist ja Geschmackssache. Ja, ist auch wieder vegan. Das soll so Energy Drinks, glaube ich, ersetzen, sodass man dann wieder topfit und wach wird. Naja, okay. Ich bleibe lieber bei Energy Drinks. So. Und jetzt, oh, ja, ist auch ganz Schweres. So, was haben wir denn hier? Direkt angebracht. Himbeer-Rosmarin. Also so ein Tee. Himbeer-Rosmarin. 2 Liter, also schon eine ordentliche Portion. Also lohnt sich. Ja, ist ganz nice. Also Himbeere mag man, Rosmarin. Muss man ausprobieren, wie es schmeckt, ne? Aber wie gesagt, die Box ist auf jeden Fall sehr vegan diesmal. Weil auch wie hier zu sehen, ein veganes Produkt. Ja, cool. So. Mal wieder was zu knabbern. Ja, was haben wir jetzt hier? Ein Linsensnack. Und wie ihr auch wieder seht, auch wieder Bio und wahrscheinlich auch wieder vegan. Ja, auch wieder vegan hier. Was cool ist mit so einem, ja, so einem Aufkleber zum Wiederverschließen der Packung. Ja, ist auch ganz cool. Weil was ich mir hier gut vorstellen könnte, ist, wenn man sich die nimmt, einfach zerbröselt und dann als Panade benutzt für Schnitzel oder sowas. Könnte auch ganz geil sein. Könnt ihr immer ausprobieren. So, der nächste Artikel. Wen wundert's, weil das kommt öfters mal vor. Und zwar Nudeln. So, und was sind das hier? Vollkornnudeln. Ganz normale Vollkornnudeln. Heißt, wir sind auf jeden Fall heute sehr gesund unterwegs. Na gut. Nudeln kann man immer gebrauchen. Vollkorn, ob die jetzt schmecken, keine Ahnung. Ich bin eher der Typ für normale Sachen. Jo. Falls euch das Video gefällt, Daumen rauf. Abonniert den Kanal, weil ich habe öfter solche Boxen etc. pp. Und ja, lasst euch einfach überraschen. So, und dann hätten wir jetzt hier noch einen süßen Senf. 30% weniger Zucker. Ja, ist ja auch ganz cool. Müsste man jetzt nur noch die passende Weißwurst haben. Oder Weißwurst, oder wie man es immer nennt. Ja, auch gut. So, hoppala. Was haben wir denn hier? Gummis. Hier haben wir Weingummis. Oder Weichgummi. Ja, gezuckert. Natürliche Farbstoffe. Die sind jetzt auch vegan. Nö, ich hätte jetzt nichts, dass die vegan sind. Ja,
Aber auch gut. So, und jetzt haben wir was von der Firma Schweppes oder Schweppes. Schweppes, ja. Meine Schwiegermutter sagt immer Schweppes, aber ich sage Schweppes. So, Mango-Passionsfrucht. Cooles Getränk. Ja, Mango finde ich ganz lecker. Könnte ganz lecker sein. 1 Liter. Ja, cool. Vielleicht schmeckt auch mit Wodka. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Jo. Erdnussbutter. Naja, okay. Das sind so Erdnussbutterriegel. Naja, ich weiß nicht, ob sowas lecker ist. Ich habe schon mal Erdnussbutter so gekauft, weil die ganzen Amerikaner, die sind ja total bekloppt nach Erdnussbutter. Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehe ich mir mal so ein Glas holen. Dann hast du mir dann auf den Toast geschmiert. Naja, fand ich jetzt nicht so lecker. So, was haben wir denn hier noch? Jo, dann haben wir noch eine Haselnusswaffel. Ja, geht immer, ne? Kann man machen. Kann man nichts falsch dran machen. So, dann haben wir hier Linsen-Bolognese von Knorr. Natürlich auch wieder vegan, wie man sieht. Ja. Wird dann einfach zubereitet, kochendes Wasser einrühren, bisschen ziehen lassen. Ja, und dann hat man dann hier die Linsen-Bolognese. Ja, vielleicht schmeckt es ja, ne? So, was haben wir jetzt hier? Süßkartoffel-Linsen-Curry. Auch wieder natürlich vegan. Deswegen die Kiste ist heute sehr veganreich. Zubereitung: gleich in grün, Wasser in den Topf, ein bisschen Öl rein, erhitzen, kochen, fertig. Ja, auch nicht schlecht. Kann man mal probieren. Das ist mal was anderes. Vielleicht schmeckt das ja. So, und jetzt, ja, das ist natürlich auch ganz witzig: Linsenfrikadellen. Ja. Auch natürlich wieder vegan, auch von Knorr. So, Linsen mit kaltem Wasser abspülen. Ach, okay, also da brauchen wir noch die Linsen. Na gut. Linsen mit kochendem Wasser abspülen, abtropfen lassen. 2 Zucchinis putzen, in eine Tropfschale geben, abtropfen lassen. Ja, und so weiter und so fort. Rezept, glaube ich, kommt. Moment. Einfach gucken. Ja, nee, aber das Rezept kann ich euch gerne einblenden, ist kein Thema. So, hätten wir da jetzt noch was? Ja, haben wir. Smint ohne Zucker. Also irgendwelche so Lutschpasteln, glaube ich, sind das, ne? Glutenfrei auf jeden Fall wieder. Ja, so Lutschpasteln. Ja, auch nicht schlecht. Und zahnschonend. Naja. Dazu zahnschonend ist. So, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen rauf und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.